Das Ruhrgebiet in einem Wort. Überraschend. Interessant. Es ist genial. Und ein bisschen rau, aber schon sehr herzlich. Ist nicht hässlich. Herbert Grönemeyer, Currywurst. Auf alter Basis kreativ. Wir sind auch hier, um die Start-up-Szene hier ein bisschen kennenzulernen. Hier scheint sich ja einiges angesiedelt zu haben. Wir haben in den Nachrichten über dieses Start-up, die hier entstanden sind, gehört. Also ich bin hier mit den Kollegen, um auch hier die Gegend zu zeigen, die Wandel, die hier passiert ist. Auch um Ideen zu holen, Austausch zu bekommen, weil wir sind dann aus einer Firma, wo wir auch auf die Kreativität, auf die Innovation angewiesen sind. Die SAP stellt Software her für Businessprozesse und wir sind Marktführer in dem Umfeld. Also ich denke, es geht vor allen Dingen erstmal darum, zu gucken, wie man Sachen vielleicht auch anders machen kann, wie kleinere Unternehmen vielleicht Dinge auch angehen, also einfach neue Impulse vielleicht zu kriegen, wie man Dinge neu entwickeln kann oder angehen kann. Die Startup-Szene hat mich wirklich sehr gewundert, dass es hier so viele Startups gibt. Ich war hier vor 2 Jahren ja schon mal. Dass hier wirklich in den Gebäuden so viel auch läuft an neuen Themen, finde ich echt spannend, dass sich hier so viel ansiedelt. Bei dem Vortrag von Schacht One und von der Schmiede vom Zollverein hat mir sehr gut gefallen, dass sie hier wirklich diese Startup-Gedanken auch aus einem etablierten Unternehmen heraus entwickelt haben. Und das würde ich gerne bei SAP auch in der Richtung weiter verfolgen. Ich denke, das Ruhrgebiet hat schon den Vorteil, dass hier die Industrie natürlich mehr verankert ist durch mittelständische Unternehmen. Das ist im Saarland eher so der IT-Gedanke, der dort mehr der Driver ist, wegen der Saar-Universität. Hier hat man halt direkt die Industrieunternehmen noch, mit denen man dann sehr gut zusammenarbeiten kann. Jetzt diese ganzen Startup-Themen und so weiter, das in dieser Atmosphäre zu sehen, war für mich neu und das fand ich schon sehr beeindruckend. Was wäre, wenn SAP euch hierhin versetzen würde? Ja, auf geht's. Ha 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 ha!